Und da sind wir wieder. Tun dann online. Playing online. Fail. Shit, was drauf. Ich wollte ja hier jetzt Goofy Speedway machen. Das hier. Go to Goofy Speedway. Yeah, motherfucker. Kickers 2. Der Bösewicht heißt nun The Motherfucker. Ich bin The Motherfucker. Boah, ihr habt echt so einen schlechten Namen. Boah, wie behindert muss man sein, um sich so einen schlechten Namen zu überlegen? Buy a card. Also das Ding wollte ich auch mal unbedingt haben. Werde ich jetzt auch nie mehr erleben. Aber was ich gerne machen würde, ist mal Auto Crash Burn Let's Playen. Aber das Spiel gibt es nur für die PS2. Und ich bin zu doof, um einen Emulator zu benutzen. Beziehungsweise ich schaffe es, den zu installieren, aber ich schaffe die Steuerung nicht hinzubekommen. Auspuff. Boom. Cool. Aber ich fahre jetzt erstmal ein paar Rennen. Habe ich ja versprochen, dass ich das mache. Ungefähr noch die wichtigsten Sachen herzeigen. Ja, und einmal alle Zonen werde ich auch noch machen. Wird spannend, yeah. Also ich werde einmal alle Rennen fahren, weil es gibt ja hier glaube ich drei verschiedene Kategorien von der Rennen. Ah, da kam gerade ein Stoßgegner. Und falls dann danach noch Zeit ist, werde ich, nein, das werde ich im nächsten Video dann machen. Also einmal alle Runden fahren. Jetzt wird das nur so eine Racing-Folge. Und danach mache ich immer alle Zonen, die es gibt. Angefangen dann bei Goofy Speedway. Das betrifft... Ey, das kenne ich aber noch gar nicht. Das ist mal richtig geil. Ich glaube, ich mache ein paar mehr Let's Plays von Goofy Speedway. Das ist ja mal eine richtig geile Strecke, ey. Wie geil ist die denn, ey? Es ist voll so Grand Theft Auto mäßig. Boah, einfach nur fucking geil ist das. Abbremsen und jetzt Booster. Durch den Tunnel. Ich will eine Bestzeit fahren. Hier bekomme ich mehr plus 1. Hm, das sind die Lachpunkte, die da aufgeladen werden. Sogar bei dem Spiel. Also das ist ja auch schon so eine Art Minispiel. Bloß, das ist ein etwas weiter ausgebautes Minispiel. Es gibt auch noch so ein Golf-Dingsbums, aber das werde ich wahrscheinlich auch einmal kurz herzeigen. Aber ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, weil das ist ein... der Golfplatz ist, obwohl es gibt ja auch ein, obwohl das ist ja der Boot Golfplatz, den ich meine. Also das ist cool, diese Strecke. Bin mal gespannt auf die anderen Strecken. Und also das ist super geil. Richtig genial wäre das ja immer noch, wenn man das in der richtigen Stadt machen könnte. Aber ich würde am liebsten mal gegen ein paar Gegner spielen. Geronimo, Leroy Jenkins,
Komm schon, fahr dich! Schneller als Michael Schumacher! Und noch schneller als der Suzuki Escudo! Ja, der erste Wagen, den ich mir bei Trackmania Forever gekauft habe, eingemoddet habe, war der Suzuki Escudo. Den habe ich immer noch im Kopf, weil das war das geilste Auto bei Gran Turismo 5. 4. 4 war das. Den habe ich irgendwann auch mal gewonnen, aber dann... Der Teil defekt und kaputt, alles tot. Also aber auf jeden Fall war der Suzuki Escudo eins der geilsten Autos, die es in dem Spiel gab, weil das war ein Rallye-Wagen. Der krasseste Rallye-Wagen, den es überhaupt nur gab, weil der hat fast 1000 PS gehabt. Aber es war kein Rennwagen, sondern ein krasser Rallye-Wagen einfach. Und der sah auch richtig geil aus. Ich hatte damals noch gehofft, dass man den tunen konnte, aber Also war dann, aber dann mit dem, war er das Auto mit den meisten Grund-PS, aber nicht das mit den meisten PS, wenn man ihn auch getunt hat. Also, da gab es noch ein Auto, was mehr PS hatte. Was man jetzt auch wieder nicht mehr sagt, weil bei Gran Turismo 5 sind ja jetzt schon die Kilowatt drin. Fahr lieber das PS. Ich weiß natürlich, mehr ist besser, das ist klar. Ja, die Runde habe ich schon deutlich besser hinbekommen. Allein schon wegen diesem Boost, den ich ja am Anfang benutze. Oh, jetzt habe ich das Bremsen verkackt. Hier. Aber es ist das, also die Steuerung ist hier gar nicht mal so einfach, da es doch ziemlich verzögert ist. Also falls jemand das hier spielt, wohl, ich glaube nicht, dass noch Registrierungen angenommen werden, weil das Spiel ja bald offline geht. Das habe ich jetzt schon zu oft gesagt. Aber ist also. Das sind die Goodbye Toontown Online Folgen. Goodbye Toontown Online. Ich werde dich vermissen. Du warst mein Lieblingsspiel in der Kindheit und auch noch in weiteren Jahren, als ich dann das Abonnement-System kaufen konnte, war das Spiel noch viel geiler, als es damals war. Ich hatte auf einmal voll krasse Gags. Ich war der King of Toontown. Doch dann hatte ich keinen Bock mehr, hab's pausiert und dann kam die Meldung, Spiel offline, geht offline, es geht offline, ich habe es auf Eis gelegt und jetzt muss man, hab es bringen, nicht mehr. Aber um eins zu sagen, ich habe jetzt schon mal mehr Folgen gemacht als in dem kompletten halben Jahr. Weil ich einfach komplett habe, wie viele Feature Toontown Online eigentlich gehabt hat. Das habe ich komplett vergessen. Cool, ich habe mich qualifiziert. Okay, Exit Race. Voll genial. So. Dann mache ich hier eine Rennen. Ich glaube, hier kommt man auch ohne irgendetwas zu haben rein. Man kann übrigens ein Auto auch woanders hinstellen. Muss nicht immer der Parkplatz sein. Die Wartezeiten nerven auch ein bisschen. Aber ist nicht alles so schlimm. Aber was ich noch gerne mal machen würde, ist, wie heißt es? Was war das? Aber wenn ich jetzt überlege, könnte ich mir das 7500 Tickets Wagen noch kaufen? Das ist jetzt einfach hier diese Marathonstrecke, die ist auch voll cool. Könnte ich dann noch schaffen, wenn ich jetzt pro 5 Minuten 20 Tickets bekomme, aber ich in der Stunde, okay, 550, das mal 10, also wenn ich jetzt 10 Stunden würde ich so viel bekommen. Also ja, es wäre möglich, wenn ich heute und morgen 10 Stunden spielen würde und das nur Goofy Speedway, könnte ich mir dieses Auto noch kaufen.
Aber dann könnte ich das ja auch eh nur noch ein paar Stunden dann spielen, weil dann geht ja offline. Also wer, also ich mache jetzt ab sofort ein Gewinnspiel. Wer jetzt meine, wer jetzt rät, wie oft ich hier in diesem Spiel offline, in diesen letzten Folgen offline erwähnt habe, bekommt ein Eis von mir. Und wie dem, also bekommt ein Eis und es wird so sein, dass ich ihnen sage, und der mit der richtigen Anzahl ist im Let's Play, ist der und der User und bekommt jetzt ein Eis von mir, hier bitteschön. Oder sowas. Also falls jemand von mir ein Eis bekommen will, oder bekommt in den Kommentaren Eis. Aber ein leckeres Eis, ein Ben & Jerry Eis, das sind ja die leckersten Eis, die es nur gibt. Schreibt in die Kommentare, wenn sie es so sieht. Dass Ben & Jerry Eis die leckersten Eis gibt, dieses gibt. Bitte, es gibt keine besseren Eis als Ben & Jerry. Doch nicht mehr die Landliebe kommt daran. Ben & Jerry. Und solche Billigmüll. Und so ein Billigmüll von Lidl ist. Oder Aldi oder. Nee, Lidl. Kommt auch nicht an Ben & Jerry Eis ran, weil Ben & Jerry ist lecker. Und das sind die anderen Eis. Zwar auch, aber Ben & Jerry ist leckerer. Oh, jetzt habe ich den Boost verpasst. Jetzt, ja, jetzt ist diese Runde eh verkackt. Oh, von wegen, weil wenn man früh schaltet, spart man mehr. So, haben wir erstmal auf die Runden. Aber ich finde es cool, dass sie sowas wie ein Rennspiel hier eingebaut haben und das Spiel. Ich wünschte echt, dass das Spiel noch etwas länger geht, damit ich das noch ein bisschen mehr spielen könnte. Goodbye Toontown Folgen, yeah. Oh, Moment mal. Wie lange bin ich denn jetzt hier schon am Aufnehmen? Obwohl, doch, das geht. Oh, ey, das wäre jetzt richtig geil, wenn ich jetzt eine 1:11 Runde schaffe, aber ich habe jetzt schon am Anfang direkt eine Verzögerung gehabt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Also es ist mit meiner Rechnung, dass jetzt alle Rennen in einen Dingsbums reinpassen. Das geht auf. Zwar wird es dann auch wieder eine etwas zu lange Folge, aber egal. Hier so 20 Minuten wird die Folge dann gehen. Ah, das sind Nostalgie-Effekte. Also wenn Toontown Online offline geht und ich nicht mehr das Spiel rauf kann, werde ich wahrscheinlich eine Nacht lang machen und dann das einfach hier angucken. Ich habe mich qualifiziert, wieder ein paar Punkte. Also wenn man jetzt mit mehreren Spielern dann noch hier herumfährt, dann bekommt man natürlich mehr. Ah, ja, da hinten. Gucken wir mal, wie lange wir schon hier am Herumdriven sind. 13 Minuten sind wir hier am Herumdriven. Sind das überhaupt unterschiedliche Sachen? Nö. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Tickets dafür bezahlt. Hoffentlich bekomme ich auch ein paar Tickets wieder. Also, naja, egal. Fürs Video. Ich bin jetzt mal gespannt, was für eine Strecke mich hier erwartet. Ja, also ich bin ja sehr gespannt, was für eine Strecke mich hier erwartet wird. Ich würde mir sie gerne eine runde Strecke, also die im Kreis herum und so. What the fuck? Toon Battle Required 2 More Racers. Die hatte mir jetzt meine Tickets geklaut. Mein Glück, Toontown Online kackt nicht ab. Toontown Online ist nämlich ein gutes Spiel. Nee, das darf ich nicht spielen. Och, das ist doof. Ich brauche ein paar mehr Spieler, die mit mir hier rennfahren. Ja, zu vierten rennfahren. Bo.
Ich hab voll Hunger. Ich werde gleich mal was essen gehen und eine kleine Displaypause machen. Und Arctic Combat funktioniert immer noch nicht. Also ich habe jetzt versucht, Arctic Combat zu starten, um noch auf ein Special Let's Play zu machen, also ein S1, S2 Spiel. Also die S2 Series, die S Series, die ich mache. Ja, ja. Das ist auch eine richtig coole Strecke. Die sieht auch richtig cool aus. Also vom Streckendesign haben die auf jeden Fall ordentlich. Ach, das ist Acker. Also wenn man da rumfährt, ist man langsamer. Okay. Oh, jetzt geht's hier in die Schräge. Oh, jetzt habe ich den Boost verpasst. Das ist nicht so toll. Nee, das ist nicht so toll. Ich würde mal sagen, auch das andere Auto ist auch deutlich schneller, dieses 7500er. Wäre auch sonst doof, wenn das nicht schneller wäre. Das war eine fiese Kurve, also. Muss man ja mal sagen. Oder wie bei Gran Turismo 5. Verwechsel mich immer mit den beiden. Wie diese eine Strecke im Streckenliter, wo da so ein Huckel ist und dann alle da rumfliegen und so. Ist auch voll cool. Aber was etwas ätzend ist bei den Simulationen ist, die haben leider keinen echten Schaden. Die sind zwar super geil, aber ohne echten Schaden, ja. Project Cars macht das jetzt anders. Die haben zumindest einen kleinen, zumindest ein bisschen Schaden reingebracht. Aber sonst die anderen Simulationen haben überhaupt keinen Schaden drin. Ja, das ist auch eine gute Rundenzeit, würde ich mit besser schätzen. Ich bin mal gespannt, ob ich mich wieder zweimal steigern kann. Ja, aber Let's Play ist ein richtig geiles Hobby. Oh yeah, diesmal habe ich es geschafft, den Boost zu bekommen. Aber ich habe irgendwie voll am Zeitverlust, ey. Och ja, das ist diese fiese Kurve. Ja, die Kurve ist fies. Beim dritten Mal werde ich das auch nicht raffen, dass da so eine Kurve ist, die auf einmal so rumspoint ist. Aber ich würde mal sagen, es gibt noch ein paar andere Strecken, aber keine Ahnung, ob jetzt tatsächlich andere Strecken sind. Ansonsten muss ich ein Goofy's Baby Teil 2 machen. Werde ich gleich mal nachgucken. Ich ja gerne die Speedplay. So schlimm ist das nicht. Gerade hätte ich mehr Speed drauf. Naja, egal. Ja, eine Verbesserung. Final Lap. Sollte ich mich aber verdammt nochmal richtig krass steigern. Verdammt nochmal, ja. Nein, ach. Scheiß die Wand an. Also habe ich jetzt den Boost nicht bekommen, das heißt Game Over, Boy. Okay, jetzt weiß ich doch, dass da jetzt so eine Kurve kommt. Egal, diesmal habe ich die Kurve sogar geschafft, also... Ja, okay, das ist hier diese eine Kramtrelle. Vielleicht schaffe ich es doch, mich noch einmal zu verbessern. So... Ja, komm schon, nein, ach, komm! Ich will es doch noch schaffen. Ja, jetzt auf der langen Gerade gut Speed gehabt und jetzt muss die letzte Kurve aber super geil klappen. Ich glaube nicht, dass es klappt, dass es eine Verbesserung wird. Ah, nee, zu weit raus, aber zumindest die eine Verbesserung der Folge da. Wenn man die umdrehen würde, dann wäre es besser. Jo. So, dann gucken wir jetzt gleich noch einmal,
ob das eine Remme tatsächlich die Tickets weggenommen hat. Sonst kann ich es vergessen. Obwohl, so lang ist dies doch, die Folge ist doch ziemlich lange. Nee, das hat mir doch nicht die Tickets weggenommen. Good luck! Okay, ich good luck dich auch mal. Viel Glück auch bei deiner Arbeit. Geräusch! Geräusch! Sind das verschiedene Strecken? Eris Acker. Doch, das sind verschiedene Strecken. Schade. Airbones. Also das Ref ist nur rückwärts. Es gibt verschiedene Strecken. Schade. Kann ich hier echt nicht rein? Ich guck mal, ob man hier zur Technik hier rein kann. Das wäre sonst doch etwas deprimierend. Es gibt ja einige, die einfach nur dieses Spiel spielen, um hier Goofy Speedway zu spielen. Ich spiele den ganzen Tag nur wie Speedway in diesem Spiel. Ja, wenn das halt so cool ist, dann lass es doch. Nö, kann man nicht. Schade, also die letzten zwei Strecken, die kann ich leider nicht spielen. Aber, weißt du was? Cool. Dann geht's in der nächsten Folge mit einem weiteren Goofy Speedrun weiter. Ja, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.